Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Um euch die Möglichkeit zu bieten, mich und meinen Büchergeschmack noch etwas näher kennenzulernen, dachte ich, ich beantworte euch ein paar Fragen. Mit Hilfe eines Tags. Genau, und aus der Vielzahl von bereits vorhandenen Tags bzw. gemachten Tags habe ich mich nun für den New York by the Times Book Tag entschieden, weil mir die Fragen doch recht gut gefallen haben. Genau, damit das Video nicht so lang wird, legen wir doch direkt los. Die erste Frage ist, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Ja, ich interpretiere jetzt einfach mal die Frage, was ich gerade lese, da ich aktuell nichts auf meinem Nachttisch liegen habe, weil ich doch sehr selten nur noch im Bett lese. Genau, dann legen wir los. Das Buch von zwei, was ich gerade lese, ist der Augustus von John Williams. Hier geht es um den Adoptivsohn von oder beziehungsweise den Neffen von Julius Caesar, welcher nach dem Tod oder der Ermordung Julius Caesar ja, mit den Gegebenheiten zurechtkommen muss. Dieses Buch lese ich gerade aktuell mit drei lieben Menschen zusammen in einer Bücherrunde oder in einer Leserunde. Genau, ich bin schon sehr gespannt auf den weiteren Verlauf des Buches. Aktuell bin ich gerade auf Seite 113, also noch nicht sehr weit. Bisher gefällt es mir aber sehr gut und ich bin wirklich schon gespannt, wie es weitergeht. Das zweite Buch, welches ich aktuell lese, das ist Das geheime Symbol von Dan Brown. Und zwar geht es, beziehungsweise ist das der dritte Teil der Robert Langdon-Reihe, der wiederum diesmal in Washington wieder Rätsel um historische Fakten, um Symbolik lösen muss und einige Hürden bzw. Abenteuer erlebt. Genau. Das sind meine zwei aktuellen Bücher, die ich momentan lese. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Was war das letzte wirklich großartige Buch, das du gelesen hast? Da ich mich hier nicht zwischen zwei Büchern entscheiden konnte, habe ich einfach beschlossen, euch beide Bücher in die Kamera zu halten. Zum einen ist das von Hans Fallada, Jeder Stück für sich allein. Hierbei verfolgen wir das Ehepaar Kranges, welche sich in der NS-Zeit auf ihre Art und Weise Widerstand leisten. Genau. Neben den Kranges verfolgen wir weitere Protagonisten, welche auf ihre eigene persönliche Art und Weise mit den Regimen versuchen klarzukommen, beziehungsweise in der Zeit klarzukommen und ihren eigenen oder auch nicht eigenen Widerstand leisten. Im zweiten Buch handelt es sich um die Tagebücher von Astrid Lindgren von 1939 bis 1945 unter dem Titel Die Menschheit hat den Verstand verloren. Genau, das ist ein Zeitzeugenbericht von Astrid Lindgren, welche die Zeit von 1939 bis 1945 mit ihren eigenen Augen wiedergibt, wie sie das erlebt hat aus Schweden, wie sie es persönlich wahrgenommen hat, das Zeitgeschehen. Das Besondere an diesem Buch ist, dass man hier auch miterleben kann, wie Astrid Lindgren beginnt, Schriftstellerin zu werden, weil sie ja zu dieser Zeit noch kein Buch veröffentlicht, beziehungsweise war dabei, erst Bücher zu schreiben. Ja, man merkt halt von Jahr zu Jahr, dass sie immer mehr das Talent entdeckt, zu schreiben und ja, und dass sie halt ein unglaubliches Gespür hat, die Zeit bzw. das aktuelle politische Geschehen zu bewerten, zu kritisieren und für sich die eigenen Konsequenzen zu ziehen. Kommen wir nun zur dritten Frage. Welchen Schriftsteller würdest du gern treffen, tot oder lebendig, und was würdest du ihn sie fragen? Ja, wenn ich die Chance hätte, jemanden treffen zu können, dann wäre das, glaube ich, John Williams. Zum einen, da er bereits tot ist. Und was würde ich ihn gern fragen? Und zwar, wie er es geschafft hat, Bücher zu schreiben, die aus unterschiedlichen Genres sind. Und wie er da für sich die Grenze gezogen hat, beziehungsweise
wie er es geschafft hat, in verschiedenen Genres zu experimentieren und was die Beweggründe waren, warum er so unterschiedliche Bücher auf unterschiedlichen Genres geschrieben hat. Das wäre, glaube ich, so meine Frage an John Williams. Und ansonsten wüsste ich nicht, welche Fragen ich Ihnen ansonsten noch stellen würde. Ich denke, das kommt auch immer auf das Gespräch drauf an, wie sich das Gespräch entwickelt und ja, welche Fragen man dann stellen kann. Ja, das ist, glaube ich, die Natur, den ich jetzt vorrangig gerne am liebsten treffen würde, aktuell. Es könnte sich natürlich in nächste Woche schon total geändert haben. Ja, nun zur vierten Frage. Bei welchen Büchern wäre man überrascht, sie bei dir zu finden? Ja, Menschen oder Leute, die mich noch nicht so gut kennen, sind halt immer sehr überrascht über das, was ich studiert habe. Und stellvertretend möchte ich gerne das Buch Underground, die Geschichte der frühen Hacker-Elite, und zwar von Sulet Dreyfus und Julian Assange, wenn man ihn so ausspricht. Falls nicht, dann tut es mir leid. Ja, zur Auflösung. Ich habe Informatik studiert und das überrascht die Leute doch immer sehr. Genau. Und deswegen ist das stellvertretend dafür, welche Bücher man überrascht wäre, sie bei mir zu finden. Ich kann euch leider aktuell noch nicht sehr viel über dieses Buch sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Genau. Kommen wir nun zur fünften Frage. Wie ist deine persönliche Bibliothek sortiert? Ja, meine persönliche Bibliothek ist nach Genre sortiert, also die Krimis, Thriller, Sachbücher, Gegenwartsliteratur, historische, Fantasy, Jugendliteratur, die haben alle ihr eigenes Regal und dann werden sie so, Bücher von gleichen Autoren werden dann nebeneinander gestellt, aber jetzt nicht nach dem Alphabet noch sortiert. Ja, so sieht meine Sortierung meiner persönlichen Bibliothek aus. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich noch nicht hundertprozentig damit zufrieden bin, weil nicht jedes Buch lässt sich einwandfrei in ein Genre einsortieren, jedenfalls für mich. Und deswegen hadere ich noch so ein bisschen mit der Sortierung. Vielleicht finde ich auch irgendwann nochmal eine andere und werde sie nur nach Autoren und dann nach Farbe, Größe oder je nachdem, wie ich lustig bin, sortieren. Genau, kommen wir nun zur sechsten Frage. Welches Buch wolltest du schon immer mal lesen und bist bis jetzt noch nicht dazu gekommen oder wofür schämst du dich, dass du es noch nicht gelesen hast? Ja, zur zweiten Frage erstmal vorweg. Schäme tue ich mich für noch kein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, weil ich der Meinung bin, dass es so viele Bücher auf dieser Welt gibt und auch wirklich jedes Jahr so viele neue Bücher erscheinen, dass man A, sowieso nicht alles lesen kann und ich denke, Lesen soll ein Hobby sein oder beziehungsweise einen Spaß machen und deswegen sollte man halt immer das lesen, worauf man Lust hat oder wofür man sich interessiert. Ja, welches Buch ich schon immer lesen wollte? Um ehrlich zu sein, will ich jedes Buch, was auf meinem Sub, also meinem Stapel ungelesener Bücher, liegt, gern lesen. Aber vertreten möchte ich euch den zweiten Teil von Das Feuer, das Lied von Eis und Feuer in die Kamera halten, also von George R.R. Martin. Ich wollte die Reihe schon immer gerne lesen, auch wenn ich die Serie jetzt schon geguckt habe, beziehungsweise ja, die Serie schon angefangen habe zu gucken. Und dennoch möchte ich die Bücher unbedingt noch lesen, weil ja Buch und Serie ja sich doch immer wieder unterscheiden, beziehungsweise Film sich immer unterscheiden und deswegen würde ich gerne die Reihe endlich fortsetzen und den zweiten Teil lesen. Beziehungsweise auch noch alle anderen. Kommen wir nun zur siebten Frage. Enttäuscht, überwältigt oder einfach nicht gut? Welches Buch hätte dir gefallen sollen, hat es aber nicht? Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen? Mit der letzten Frage an, und zwar, welches Buch habe ich nicht zu Ende gelesen? Und zwar handelt es sich hierbei um Raum von Emma D. Ich möchte nicht versuchen, ihren Nachnamen auszusprechen.
Wenn mir das jemand verraten kann, wie ausgesprochen wird, dann immer her damit. Genau. Ich habe den Roman oder das Buch angefangen zu lesen, habe aber gemerkt, dass es gerade nicht so bei mir passt, dass ich nicht so wirklich in der Stimmung bin, dieses Buch zu lesen, und deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht zu Ende gelesen. Aber ich bin mir sicher, dass das Buch zu seiner rechten Zeit noch von mir gelesen wird. Das Buch, was ich euch zeigen möchte, für enttäuscht und überbewertet. Hierbei handelt es sich um Alles Licht, was wir nicht sehen von Anthony Doerr. Ja, hier verfolgen wir zwei Protagonisten, und zwar zum einen den Werner und zum anderen die Marie. In Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wie die Protagonisten damit umgehen, was für Situationen sie erleben. Ja, warum hat mich das Buch ein wenig enttäuscht, beziehungsweise finde ich, dass es für mich kein 5-Sterne-Buch ist. Und zwar aus dem Grund, in diesem Buch erfährt man relativ viele Blickwinkel, und auch der Wechsel der Blickwinkel ist relativ schnell. Also man liest zwei Seiten auf einen Blickwinkel und schon kommt die nächste Sicht und der nächste Blickwinkel. Und das hat mir wirklich nicht gut gefallen. Also ich hatte damit meine Probleme, auch wenn es zum Ende hin wirklich besser geworden ist und man sich dran gewöhnt hat. Aber deswegen war es für mich kein 5-Sterne-Buch. Aber was ich sagen möchte ist, dass mir der Schreibstil von Anthony Doerr wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, und ich denke, das wird auch nicht mein letztes Buch von ihm gewesen sein. Als Enttäuschung, also für den dritten Teil der Frage, also für die Enttäuschung, möchte ich euch das Buch Der japanische Liebhaber von Isabel Allende zeigen. Das war mein erster Roman von ihr, und zwar handelt es sich hierbei um die Protagonistin Irina, welche in einem Altenpflegeheim arbeitet, und die gute Alma Belasco kennenlernt und dabei so ein bisschen in ihr Leben eintaucht und ja, die Höhen und Tiefen eines anderen Lebens ein bisschen aufdeckt. Ja, was mir daran nicht gefallen hat, es war für mich einfach total klischeehaft. Sie hat so für mich diverse Schubladen aufgemacht in diesem Buch und hat das versucht, alles in einem Buch reinzupacken. Also von Krieg über Verlust und so weiter. Und das war für ein, müssen wir mal nachgucken, für ein 340-seitiges Buch einfach too much. Jetzt kommen wir nun zur achten Frage. Zu welcher Geschichte fühlst du dich hingezogen? Von welchen Geschichten hältst du dich fern? Ja, fangen wir von hinten an. Ich halte mich in der Regel von Geschichten fern, die teilweise wirklich sehr klischeehaft sind, also ein Klischee nach dem anderen hinauspacken. Leider weiß man das ja meistens vorneweg nicht und kriegt das erst beim Lesen mit. Dann halte ich mich eigentlich auch immer so von extrem humoristischen Büchern fern, weil sie mich in der Regel nicht ansprechen mit den Thematiken. Und ja, ist glaube ich auch also eine Richtung, die ich generell sehr, sehr ungern lese. Ja, und ich halte mich, wie bereits in meiner Kanalvorstellung, von aktuell auch noch von Chick Lit und so typischen Frauengeschichten fern. Ja, zu welchen Geschichten fühle ich mich hingezogen? Ja, ich denke, das kommt ganz auf die Thematik drauf an. Ich denke, wenn es so nicht in die Kategorie passt, wo ich mich nicht hingezogen fühle, bin ich eigentlich, denke ich, für alles offen. Ein Garant dafür, dass ich ein Buch in die Hand nehme, das ist oftmals, wenn das Cover mich überzeugt und auch der Titel und beides sehr harmonisch ist und ich es dadurch oftmals in die Hand nehme und dann auch im Gedächtnis bleibt. Das ist eigentlich immer so ein Garant für mich. Oder kann man erkennen, wann ich ein Buch, ob ich es kaufe oder ob ich es eher liegen lasse.
zur neunten Frage. Wenn du die nächste Lektüre des Präsidenten bzw. der Kanzlerin entscheiden dürftest, welches Buch wäre das? Das ist Stoner von John Williams. Dieses Buch würde ich dem Präsidenten oder der Kanzlerin empfehlen. Das war damals mein erster Williams, den ich gelesen habe. Und hierbei verfolgt man den Professor William Stoner in seinem ein Stück, in seinem Lebensabschnitt, wie er verschiedene Alltagssituationen, verschiedene also den Umgang mit verschiedenen Menschen einfach verfolgt. Und ja, dieses Buch ist unglaublich stimmungsvoll, melancholisch und es bietet unheimlich viel Denkanstöße und auch Diskussionsgrundlagen. Und aus dem Grund kann ich das Buch eigentlich einfach nur empfehlen. Genau, aber nicht nur dem Präsidenten oder der Kanzlerin, sondern euch auch allen da draußen. Auch schon zur letzten Frage und das ist, was willst du als nächstes lesen? Wenn ich das geheime Symbol und Augustus beendet habe, möchte ich gerne Unter Leuten von Jules C. lesen. Ja, ich bin schon sehr gespannt, ob das Buch wirklich so gut ist, wie viele sagen und ja. Ja, das waren nun die 10 Fragen zu dem Tag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch und wir können in den Kommentaren darüber diskutieren. Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!